Proviant, was will man mehr? So, Proviant, check. Seitenschneider, check. Socken, check. Zahnbürste fehlt da noch. Mehr reicht. Ja, bleib mal. Ist hier irgendwas drin? Kann ich hier nichts angucken? Das ist eine blöde Mist hier. Also. Ah, hier sind noch die Kammer, ne? Die Kammer des Schreckens. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke... Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transports. Natürlich. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Nein, nicht die Fliegen. Den Pömpel. Das hat zu funktionieren. Bäm, bäm, bäm. Ja, so muss das sein, meine Freunde. Hihihi. Alter. Aua. Hey, jetzt haben wir gleich eine Waffe. Mauseloch. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal. Ach, toll, dich rum. Okay, warte, dann nehmen wir den Gasbrenner. Und räuchern da mal aus. Wenn ich mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Ja, du sollst es ja auch kaputt machen. Oder habe ich noch irgendwas zum Anlocken? Vielleicht hier. Zack. Das wäre ein super Köder. Na, sag ich doch. Ohne Falle, total. Ja, warte. Schon dabei. So, zack, zack. Schwuppdiwupp. Und dann haben wir schon eine funktionierende Falle. Jetzt kann das Mist hier was erleben. Oh yeah. Hier gibt es nichts mehr zu fangen. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Wozu habe ich jetzt den Köder gebastelt? Das heißt, dass Ihr Plan besser war als mein. Ich habe doch aber... Toll. Super. Ich habe eine Mausefalle ohne Maus. Super lecker. 4 Zettel. Ja, und jetzt? Waschmittel. Und 3 Socken. Ey, was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß anfangen? So, Pömpel kann ich jetzt eh nicht mehr nehmen, aber... Die Maus ist schon... Was nicht heißt, dass... Da stecke ich meine Hand... Ja, aber... Habe ich noch irgendwas? Nimm die Gabel. Die Gabel. Was will ich der Maus dann doch nicht antun? Ja, war ein bisschen böse. So, ja, was sonst? Seitenschneider vielleicht. Das war nicht sehr angenehm. Das will ich der Maus. Ja, aber tu doch dir mal die Falle rein. Hier gibt es nichts mit die Maus. Was nicht? Super. So, okay. Dann gehen wir mal raus hier. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Am Arsch. Ich sage, wir gehen raus und gehen wir raus. Ja, ich habe jetzt Handy gepackt. Ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Das habe ich mitbekommen. So, wie kriege ich jetzt eigentlich die Zahnbürste hier? Würde mich so sehr wundern. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Dann tu Licht rein. Hier. Das wäre ein super Köder. Für eine Zahnbürste. Ohne Falle total. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hehehe. Komm her. Put, put, put. Komm zu Papa. Kleck. Yay. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Bürstenjäger. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, meine Errungenschaften, aber ich habe gerade die Errungenschaft Bürstenjäger bekommen. So, jetzt habe ich die Zahnbürste, jetzt habe ich hier Seitenschneider und ich habe Proviant. Habe ich doch alles. Socken habe ich auch. Was ist jetzt das Problem? Es fehlt nur noch... Ich hab da den Seitenschneider schon. Muss ich es vielleicht nochmal angucken? So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Ach so. Ich muss den ganzen Scheiß ja auch noch hier in den Koffer packen, deswegen funktioniert es jetzt noch nicht. Ah ja, verstehe. Bitte schon dabei. So, hier, fangen wir hier mit an, zack. Seitenschneider, check. Seitenschneider, warum auch immer, check. Yay. Zahnbürste, check. Zahnbürste, check. Genau. Was noch? Proviant, check. Proviant, check. Genau so. So, Socken. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Willst du mich jetzt verarschen? Nimm doch irgendwelche Socken mit. Das sieht man doch eh nicht unter den Schuhen. Das Stiefel an, das sieht man doch sowieso nicht. Ich sollte erst... Ich will ja... Oh. Pff, toll, soll ich jetzt eine grüne Socke noch hernehmen? Vielleicht im Stiefel kann ich sie nicht. Warte. Da war halt die Gardine, ne? Kann man mit der irgendwas anfangen? Verdammt. Warum hat der Skier hier? Sachen gibt's. Das Schubfass auch nicht aufmachbar. Okay. Na, ja, runter mit dir. Jetzt soll ich die ganzen Sachen weglegen, ne? Das ist irgendwie blöd. Okay.
Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Na Gott sei Dank. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Kann ich den Seitenschneider wieder rausholen oder ist er jetzt dauerhaft drin? Nein, ich habe noch... Mist. Ich hätte mir da noch irgendein Gimmick drin. Verdammt! Naja, gut. Blöd gelaufen. Alles klar, wie kriegen wir jetzt eine grüne Socke ran? Na, ohne mit dir. Leertaste drücken. Das haben wir doch schon alles durchsucht. Was habe ich eigentlich noch alles? Topfwaschmittel. Ach, soll ich die vielleicht färben? Weil hier gelb und blau gibt doch grün, ne? Da kann es vielleicht liegen. Da muss ich das Ding waschen, aha. Ach so, ja, okay, verstehe. Ich weiß, was wir machen müssen, glaube ich. Hoffentlich. Ich weiß es nicht genau. Aber wahrscheinlich müssen wir das eh einkochen. Verstehe. So, und jetzt? Ach so, natürlich. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Verdammter Mist. Ich hab doch kein... Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jo, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich das Feuer auch lohnt. Ja, super, da liegt zwar Holz rum, aber ich noch mehr Material dabei. Waschmittel soll vielleicht da nicht... warte mal, genau, Waschmittel. Können wir vielleicht schon mal in den Topf tun? Ich habe mal wieder so einen Lauf. Das ist so der Wahnsinn. Ich habe das selten, aber... Ja, mach einfach rein. Keine Panik, ist schon alles richtig hier. Jetzt machen wir erstmal grüne Socken hier. So. Wo kriege ich jetzt das Brennbares her? Soll ich jetzt das Brennbares herkriegen? Ist denn nichts mehr? 4 Zettel und Holz, oder? Aber wo soll ich jetzt Holz hernehmen? Geht hier schon wieder gut los hier. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Ja, und dann hat er Deponia verlassen. Ich will die nicht öffnen. Du öffnest die jetzt. Keine Widerrede. Ich habe aufgegeben, die Kiste aufzubekommen. Ich will sowieso gar nicht. Doch, willst du. Ich habe aufgegeben. Ich will die Sachen wieder haben. Es fehlt Seitenschneider, Zahnbürste. Ja, ich will aber... Nein, ich habe... Ich will aber... die Sachen haben... Mann. Ja. Holz. Wo soll ich jetzt Holz hernehmen? Scheiße. Ich hab's bestimmt wieder irgendwie vergeigt. Fuck. Hier ist ja auch nichts. Was sagt man? Hängen wir schon am Anfang. Hä? Ich verstehe gerade nicht so ganz. Kühlschranktür, Spüle. Warum kann ich denn den Kack nicht mitnehmen hier? Das ist doch ein Holzbrett. Muss ich die vielleicht auch mit da reinschmeißen? Oder wird ja gar keinen Sinn ergeben. Ob da wohl irgendwas drin ist? Nee, das ergibt ja keinen Sinn. Okay. Ich verstehe noch nicht ganz. Die Zettel verbrennen. Keine schlechte, aber ich brauche noch ein bisschen. Die Zettel verbrennen. Keine schlechte. Nee, ich brauche noch ein bisschen. Ja, super. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde. Wenn Toni nicht. Grrr, wie geht denn das? Was müssen wir jetzt hier machen? Ich habe doch eh nichts mehr. Ja, und nach draußen gehen. Nein. Ja. Draußen gehen kann ich ja nicht. Kann ich den Mantel vielleicht verbrennen? Mehr ist wohl nicht, reicht ja. Verdammter Mist. Mauseloch, da ist ja bestimmt noch irgendwas drin. Na? Da stecke ich meine Hand. Die Maus, was nicht. Verdammter Mist. Die Socke verbrennen würde jetzt auch nicht wirklich Sinn machen. Oder vielleicht ja doch. Man kriegt ja dann eh 2 Socken raus. Aha. Komisch, dass sie gar nichts... Entweder habe ich einen Zettel übersehen oder die gute... Moment. Ob ich hier die zweite Socke... Verdammt!
Jetzt habe ich nicht wirklich drei Socken da drin. Also. Da soll Toni nochmal sagen. Verdammt! Jetzt habe ich keine Socken mehr. Das ist scheiße. Und ich habe immer noch nichts Brennbares gefunden. Die Zettelfarbe. Keine schlechte Idee. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Material, damit sich. Ist hier noch irgendwo ein Zettel, den ich vielleicht nicht gesehen habe? Kann das irgendwie sein? Aber wo? Vielleicht doch im Schrank. Den kriege ich ja nicht auf. Den Pömpel habe ich auch nicht mehr. Verstehen, Schlüssel muss wohl. Das ist aber blöd hier. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, merkt man. Du geschickter. Vielleicht doch den Scheißbrenner. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Verdammt. Willst du mich verarschen? Wie krieg ich das Ding jetzt auf? Da ist doch bestimmt der letzte Zettel drin. Ich hab hier nicht weiter. Oder? Ich muss wieder übersehen. Toilettentür, Waschbecken, Spinntür, Kühlschranktür. Ja. Ich komme ja aber auch nirgendwo rein, ne? Oder muss ich vielleicht. Verdammt, warum habe ich den Seitenschneider schon in das Ding getan? Den brauchen wir bestimmt noch. Den brauchen wir ganz sicher noch, aber ich komme jetzt nicht mehr ran. Verdammter Mist. Nein, ich habe noch. Ja, nimm doch mal die Sachen wieder raus. Nein, ich habe noch. Es fehlt Seitenschneider. Zahnbrocken. Und das war. Wie kriege ich das Ding jetzt wieder raus? Ich brauche doch die Sachen. Die Fluchtpläne kannst du nicht mitnehmen, oder? Nein. Ja, scheiße, ist irgendwie noch. Wie komme ich an den Rest ran? Pömpel, dunkle Ecke. Selbst mit der dunklen Ecke kann ich nichts mehr machen. Meine Möglichkeiten wird immer weniger. Nein, ich habe Ich gehe da noch nicht durch. Mit dem Fallball kann ich eh nichts machen, also hat sich das auch schon erledigt. Aber wie komme ich da jetzt rein? Am besten hänge ich die Zettel hier hin, wo ich sie immer gut sehen kann. Nicht. Nett. Sag mal. Die Hausapotheke hat. Aber seit ich neulich. Jetzt ist da nur noch. Ja, und ein Zettel. Ich könnte wetten, da ist der letzte Zettel drin. Und ohne können wir das wahrscheinlich nicht verbrennen. Ich brauche genau einen Zettel mehr, sonst funktioniert das Feuer nicht. Ich hätte auch vermutet, dass man beim Waschbecken noch irgendwas rauspömpeln kann. Aber ich habe ja keinen Pömpel mehr. Der steckt hier unten und ich kann nicht mehr mitnehmen. So ein verdammter Mist. Die gute alte Couch. Schade, dass im hier kam mehr. Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Och nö, bin ich denn blind? Scheiße. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste. So ein Quatsch, hab ich doch entfernt. Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ach, eben. Vorrat für später. So. Ein Haufen Zettel. Jetzt hat es aber zu gehen. Ha. Meine Fresse, nur weil ich wieder so blind bin. Ich will nicht wissen, wie viele sich jetzt schon wieder in die Stirn geklatscht haben. Okay, dann go, go. Jetzt sehe ich meine grünen Socken. So, die machen wir mal wieder zu hier. So. Autsch. Verdammt. Das ist ja heiß. Ach, naja. So, und jetzt? Ah. Die Gabel. Nimm die Gabel. Na, holla. Die Socke hat sich verfärbt. Juhu. Wer hätte das gedacht? Ich bin aber so gut. Die andere? Tot. Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Yay. Wir haben es gelöst. Wahrscheinlich in einer Dreiviertelstunde. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Gott. So, hier. Jetzt beschwer dich nochmal, dass ich hier, ne? Und so. Nicht alles habe. Socken, check. So, bitteschön. Ich scheine alles zu haben. Juhu, dann mach mal zu. Yes. Er lässt sich nicht, ja, wenn du so packst, ist das verständlich. Muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Die Socken. Ach, die Zampe ist auch so kein Mensch. Viel Platz nimmt das nun auch wieder. Mir doch wurscht, schmeiß aus. Okay, dann die Socken. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ich will aber. So viel Platz. Ich muss den selbst schon aus. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer. Wieso legst du das nicht so, dass wenn ich vielleicht ich auch so bekomme? Brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Ich sehe schon. Am Ende, weißt du, in den allerletzten Momenten kommt's dann. Verdammt, ich brauche einen Seitenschneider. Ja losgehen.